Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Tanks. Diesmal mit dem AMX CDC. Den Namen versuche ich lieber nicht auszusprechen. Den kann man jetzt, oder konnte man dieses Wochenende Probe fahren. Legen wir los. Und ich muss sagen, der gefällt mir richtig gut. Ist aber nicht gerade leicht zu spielen. Vor allem meistens gegen Stufe 10. Oh, ob so spammt das mal einer. Oh, ich glaube. Ne? Nur den freizuschalten, oh ey. Weil da musste man 15.000 Erfahrungen mit französischen Panzern erspielen. Aber es hatte auch was Gutes, habe ich den, dadurch habe ich den, 44 erforscht. Nee, endlich mit dem BDR fertig. Nur der Nachteil ist, ich habe leider keine wirklich gute mittlere Crew. Weil die kommen ja erst dazu und auch jetzt die vom. Oh, wie heißt denn der? Keine Ahnung. Der. Ja, keine Ahnung, wie der heißt. Ein Problem. Ich jetzt antreffe und bin weg. Ah, schon wieder daneben. Nein. E75? Hinten? Macht ein E75 da? Das war aber mal eine kurze Runde. Irgendwie verhext. Aber ich nehme mich vor der Aufnahme jetzt ein paar Runden noch mitspielt. Und war eigentlich ein paar gute dabei. Nicht viel. Weil ja, die Teams sind heute, naja. Das sieht man ja gerade. Dass die Artillerie da noch lebt. Okay, das war wirklich eine kurze Runde. Na komm, hol euch die Artillerie. Okay. Aber ich frage mich, was der E75 auf der Seite gemacht hat. Oh,
Ich habe mich noch nie gesehen, dass einer mit schweren Panzer dahin fährt. Wow. Oft verschossen. Wer ist denn der? Ach, genau der. Mal die beste Crew, was ich hatte. Dann bis gleich. Weiter geht's mit dem XCDC. Und das sieht man, welcher der andere Bonzer ist, wo auch Probe fahren kann. Der jagt die hier 8-8. Aber ich habe mich für den AMX entschieden. Damit die schnellen Bonzer mir besser gefallen. Obwohl, der jagt hier 8-8. Ist auch gut. Naja, man konnte sich leider nur für einen entscheiden. Deswegen habe ich mich für den entschieden. Und mir gefällt. Oh oh, ein KV-2. Das ist nicht gut. Da der Panzer kaum Panzer hat. Nee, ich glaube, mit dem KV-2 will ich mich nicht anlegen. Nee, lieber nicht. Okay, war kaputte Idee. Wenn der KV 2 ist, ist der da irgendwo. Schauen. Hä? Kommt der her? Ich bin kaputt. Egal. Was macht mein Team schon wieder? Da hinten steht ein Jagdtiger 8-8 und der macht denn der? Falscher. Ja, das ist der Nachteil von dem Probe vorn. Können alle mal solche Bonser, dem Bonser fahren, wenn sie nicht freispielen. Aber die Teams heute sind, naja. Jetzt, wo ich kaputt bin, rücken sie vor. Oh je. Hätten sie das nicht früher machen können? Das ärgert mich jetzt schon wieder. Okay, der. Den da will ich. Na so. Gerade habe ich ja mega Lust, die Runde zu Ende anzuschauen. Aber ich mach's trotzdem. Weil das sieht so aus, als könnte man noch gewinnen.
Na super, jetzt haben die in Team zusammengespielt, die hier. Mich haben sie davor allein gelassen. Obwohl sie eigentlich... Der Jagd, die hätte mir doch sogar helfen können eigentlich. Der war doch gleich hinter mir, Foss. Bonz hat mich an. Aber so sieht eigentlich nichts gekostet. Außer das Reparieren und Munition und so. Ja, doch noch gewonnen. Sah eine Zeit lang nicht aus. Null Schaden, na super. Hä? Trotzdem so viel Erfahrung? Okay. Hm, komisch. Bis gleich. Auf die nächste Runde ist besser. Weiter geht's mit dem AMX Select CE. Und diesmal Stufe 10. Ich glaube, das wird auch wieder eine kurze Runde. Die ist heute auch noch. Die anderen mag ich ja mit mir. Legen wir los. Schon wieder so ein T54-01. Gerade eine Runde davor gekillt. Hm, da vorne hin wollen. Oh, die haben einen. Da ist ein Baum dort umgefallen und dort ist schon ein Scout. Ein Nachteil, dass ich keine gute Crew habe, ist halt, dass ich keine Lampe habe. Oh je. Na, super. Zwei davon. Ist der dritte bestimmt auch nicht weit. Na doch. Na, das Haus wegschießen. Damit sie gerade Deckung haben. Ja, schieße ich halt das weg. Wie viel Schuss braucht man da für so ein Haus, um das wegzumachen? Den mal schnell helfen. Nicht gekillt. Weiß zwar nicht, ob das cool ist, mit einem Autoload anzulegen. Puh. Beinahe wäre ich da runtergesprungen. Mit Vollspeed. Zum Glück habe ich gebremst. Kommt der hinterher? Ne, sieht nicht so aus.
Irgendwie kommt mir so vor, als ob der sich irgendwie langsam dreht. Na gut, er ist nicht gerade klein. Kann ich ein bisschen helfen? Und zu spät. Oh, die sind ja immer noch dort. War schnell. Wir sind erledigt. Raus hier. No, nicht mehr rechtzeitig dahinter den Hügel gekommen. Die Runde sieht schlecht aus für uns. Yep, die sieht wirklich mega schlecht aus. Die eine Seite ist mit den 3T62 beschäftigt. Und die andere Säule sieht schlecht aus. T57 ist. Wo ist Sir einer noch gewesen? Der lebt ja noch. Der IS-4. Hätte ich nicht gedacht. So wie es gerade eben aussah. Hä? Hä? Kette verloren. Wir sind bewegungsunfähig. Ja, der Arm ist gut. 4 Schüsse auf dem Heck vom IS. 4 Kopf. Und nur 2 sind durch. Okay. Gewinnen wir jetzt doch noch? Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Sah gerade eben viel schlechter aus für uns. Na komm, den einen werde ich auch noch kriegen. Wir sind bewegungsunfähig. Kette repariert. Weiter geht's. Na super. Haha, kriegt mir trotzdem nicht.
Haha. No, oh, schon wieder so weit oben. Naja, ich habe auch kaum was gemacht. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.